29. oder na 30. Mal. 30. Das erste Mal. Unten im Beagle, vor der Postbank. Also Schnäppchen haben wir auf jeden Fall mit dabei, unser Radler werden wir auch mitnehmen und sind noch am Überlegen, ob wir den Fetz mitnehmen. Noch andere Dinge. Wir sind ja breiter aufgestellt. Also wir haben ja den Kupferstecher, unseren Bierbrand. Was nehme ich jetzt alles mit? Wie viel nehme ich alles mit? Was wollen die Leute denn auch wirklich haben? Wo ist jetzt der Zapfhahn? Rechts, links? Dann haben wir gedacht, okay, wenn aber links dann der Kühlschrank dann ist, dann wird man sich ja immer im Weg stehen. Von daher dann den Zapfhahn an die Wand gepackt. Und dann kann derjenige, der da steht, dann in Ruhe zapfen. Und alle anderen können drumrum werkeln und gucken, dass es läuft. Haben zumindest Erinnerungen sehr viele. Das ist da manchmal ja auch so der Fall. Und da einfach dieses Zusammenkommen und dann wirklich so eine Art Klassentreffen dann eigentlich schon da ist von Leuten, die man, wie gesagt, eigentlich vermisst. Und dann kann man da wieder geile 4 Tage zusammen haben. Meine Erinnerung, die mir da immer gleich einfällt, ist eigentlich jedes Jahr dieselbe. Wie wir da auch, also wir sind immer am Poststand gewesen, Postbankstand in der Ecke. Haben uns dann immer einen Cal Perigna geholt und ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche, dass wir mit dem Cal Perigna in der Postbank drin sitzen und trinken, weil es draußen regnet, hagelt, Einen Tag, ja. Mit ein gewittert. paar Bier gibt es immer gute Ideen. Viel, viel Nonsens, aber die Ideen waren dann doch immer irgendwo. Dass es nicht nur einen Tag oder einen Abend gewittert. Und kalt wird's. Ja, Ich bin kalt auch. fest. Sagen wir so, eine Straßenfestliebe, die da einfach da ist. Wenn man, Leidenschaft. ja, wenn man damit aufgewachsen ist und dann wirklich jedes Wochenende, also ich glaube, unsere Eltern haben uns an dem Wochenende nicht gesehen, ist aber, glaube ich, bei jedem so. Und wenn man dann auch selber da mitwirken kann und Genau. einfach zeigen, hey, wir sind hier und das sind unsere Produkte. Wir sind da. Das schneidet auch noch jetzt Ja. hoffentlich.